Freunde, einige Gedanken zu Parashat Pikudei, der letzten Parasha vom Buch Shmot. Der Mishkan ist vollbracht, das Stiftzelt steht, alles ist gemacht. Die Torah sagt uns, dass Moshe Rabbeinu sah, wie alles so ausgeführt worden ist, wie er es gesagt hat, und er segnete das Volk. Es ist interessant, dass Moshe hier eine Position einnimmt, als ob alle Juden für den Mishkan gearbeitet haben und er hat davon profitiert und jetzt als Dankeschön segnet er das Volk. In Wahrheit aber, lehren uns unsere Weisen, war Moshe am allermeisten beteiligt am Bau des Mishkan. Er hat so viel gemacht und so viel geleistet. Eigentlich müssten die Menschen ihm danken für all das, was er gemacht hat. Sie müssten ihn segnen. Aber Moshe Rabbeinu nimmt eine andere Position ein. Er hat gegeben, er hat geleistet, er hat seinen größten Beitrag geleistet und doch segnet er die Menschen und erwartet nicht unbedingt, dass sie ihn segnen. Und das kann eine Lehre für uns alle sein. Oft tun wir sehr gute Dinge. Wir helfen Menschen, wir unterstützen Menschen, wir spenden, aber dann, wenn wir ein Dankeschön erwarten oder eine Form des Dankeschöns, was uns nicht passt, werden wir traurig. Wir sagen uns, warum haben wir das gemacht? Warum haben wir geholfen? Warum haben wir gespendet? Wenn man nicht in der Lage ist, uns betarnt, so wie es sein muss, zu danken, dann werden wir es nicht mehr tun. Die Tora sagt uns, das ist nicht korrekt. Es stimmt, der Empfänger der guten Sache, sei es einer Spende, sei es einer guten Tat, sei es einer Hilfe, er hat natürlich die Pflicht zu danken. Aber sollte er das nicht tun, aus welchen Gründen auch immer, haben wir nicht die Pflicht, den Dank zu fordern. Moshe Rabbeinu hat nicht den Dank gefordert von den Menschen, im Gegenteil, er hat sie noch gesegnet. Es ist schwer, das gebe ich zu. Es bedarf einer Überwindung, das stimmt, aber das ist der korrekte Weg. Oft bedarf ein korrekter Weg eine Überwindung. Denn unsere Aufgabe ist es, zu helfen, zu spenden, zu leisten, zu tun. Und auch wenn jemand leider undankbar ist oder vergessen hat zu danken, machen wir trotzdem weiter. Und lass uns nicht demotivieren, nur weil jemand nicht anständig danken kann oder vergessen hat zu danken. Wir machen weiter, denn es ist weiterhin unsere Aufgabe, zu helfen und nicht Dankbarkeit zu verlangen. Shabbat Shalom. Thank you.